Hallo und herzlich willkommen aus Dortmund zu einem neuen Technikvideo von 9FF. Heute Thema unsere ganzen neuen VTG Monster Turbolader, die wir für Porsche 901 und 902 entwickelt haben. Ja, Turbolader, Nummer eins der wichtigsten Themen bei uns in der Leistungssteigerung. Je größer, desto besser. Eigentlich, nur groß ist auch immer schlecht mit dem Ansprechverhalten. Deshalb hat Porsche die VTG Turbolader entwickelt. VTG heißt Variable Turbinengeometrie. Da kommen wir gleich noch zu, weil ich denke, nicht jeder weiß genau, was das auch wirklich bedeutet. Porsche gemacht, um das Ansprechverhalten der Turbolader zu verbessern, die Anströmung des Abgasrades, des Turbinenrades zu verändern und dadurch mehr oder weniger Energie aufs Rad zu bringen. Und naja, wenn das Abgasrad schnell angetrieben wird, wird das Verdichterrad, was ja die Frischluft ansaugt, auch schnell angetrieben. Und dann gibt es schnell Ladedruck. Das ist genau das, was wir wollen. Viel und schnell Ladedruck. Ja, wir haben bisher bei unseren 1000 PS Umbauten für 991 und 992 gerne auf Garrett Turbolader zurückgegriffen, weil wir mit den Turboladern, wie sie bisher als Upgrade erhältlich waren, für VTG die Leistung nicht erreicht haben. Die Turbos waren einfach zu klein. Der Luftdurchsatz war nicht ausreichend, um wirklich 1000 PS, echte 1000 PS damit zu machen. Der Umbau auf Garrett ist aber relativ kompliziert, weil original mit den VTGs in den Autos, gerade im 992 ist es inzwischen so, dass die Turbolader doppelt elektronisch geregelt werden. Das heißt, zum einen, wie es früher ganz üblich war, man sieht es jetzt nicht so ganz schön, über eine Abgasklappe, also ein ganz standardmäßiges Wastegate. Das ist für den ganz großen Abgasstrom. Und für das schnelle Ansprechverhalten, das ist der andere Elektrostellenmotor, über VTG-Regelung im Abgasgehäuse. Das Ganze einfach mit dem Garrett darzustellen, ist so gut wie nicht möglich, weil der hat entweder, wenn man ganz viel Glück hat, ein integriertes Wastegate, aber dann fehlt ihm die VTG-Einheit. Oder wenn man noch größer möchte, hat er gar nichts drin im Abgasgehäuse. Das heißt, man braucht noch ein externes Wastegate, was man noch irgendwie regeln muss. Also der Aufwand ist sehr, sehr groß. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt müssen wir mit unserem Partner TTH exklusiv für uns einen neuen Turbolader entwickeln und sehen, wie weit wir mit dem VTG dann wirklich kommen. Wir haben schon mit VTGs im GT2 sehr gute Erfahrungen gemacht. Da bietet TTH inzwischen eine Lösung an, mit der man 1200 PS erreichen kann. Und da haben wir gesagt, ähnlich von der Größe müssen wir werden, um eben auch entsprechend die Leistung erreichen zu können. Das war bisher begrenzt durch den Einlass. Da ist er, der Einlass. Weil der Guss des Gehäuses nicht ausreichend war, entsprechend groß hier vorne zu vergrößern, um eben ein großes Rad reinzukriegen. Der Einlassdurchmesser ist entscheidend im Prinzip für den Luftdurchfluss, weil nur was hier angesaugt werden kann, kann eben auch mit entsprechendem Druck wieder zum Motor geleitet werden. Bisher waren wir da begrenzt auf etwa 55 mm. Und wenn man schon weiß, dass das Serienauto schon fast 50 mm Einlass hat, 48,5, dann ist der Sprung von 48 auf 55 zwar schon groß, weil sich die Fläche im Quadrat mit dem Durchmesser vergrößert, also exponentiell und nicht linear. Wir sind jetzt aber inzwischen sogar bei 60 mm angelangt. Und wenn man das eben durchrechnet von 48,5 auf 60, dann bin ich bei einer Vergrößerung, die irgendwo bei 44% etwa ist. Und ausgehend vom Serienlader, mit dem wir so knapp über 800 PS erreichen, und wenn man dann eben entsprechend die 44% drauf rechnet, dann sind wir genau bei der Leistung da, wo wir hinwollen. Irgendwo so um die 1200 PS. Sollte zumindest rein rechnerisch, theoretisch möglich sein. Und wenn man die Größen des Abgasrades und des Frischluftrades mit entsprechenden von Garrett vergleicht, mit dem wir die Leistung schon auf dem Prüfstand erreicht haben, sind wir sogar jeweils noch 1-2 mm größer. So, also sind wir da mal ganz optimistisch, dass wir es in Zukunft mit weniger Bauaufwand und vor allen Dingen auch noch mit viel tollerer Regelung hinkriegen, 1200 PS in den Autos zu haben. Ich wollte noch VTG erklären, Variable Turbinengeometrie. Das klingt ja immer so danach, als wenn sich an der Turbine was verstellen würde. Variable Turbinengeometrie, ja, ist irgendwie, klingt so danach. Das Turbinenrad, was die Turbine ist, kann sich natürlich nicht verstellen. Das ist ein gegossenes oder gefrästes oder geschmiedetes Teil aus irgendeinem ganz hochfesten Material, Metall, was sich mit unglaublicher Geschwindigkeit dreht. Da kann man natürlich nicht irgendwie einen Verstellmotor reinbauen. Außerdem ist es dauerhaft irgendwie bei Vollgas 1000 Grad heiß.
Also ist der Begriff etwas irreführend. Das Ganze ist integriert ins Abgasgehäuse und nicht in die Turbine. Ist zwar natürlich auch die Turbine, das Turbinengehäuse. Ja, dieses Bauteil hier unten entspricht jetzt diesem hier. Ich habe jetzt leider so eins nicht zerlegt. Das hier ist vom 997 GT2. Aber da kann man wenigstens mal reingucken. Und wenn man sich die Seite anguckt, das entspricht hier der Oberseite, sieht man diese ganzen kleinen Schaufeln. Diese ganzen Schaufeln kann man bewegen. Das sind aber nur die Hebel der Schaufeln. Die Schaufeln sitzen innen drin. Bestimmt ganz schwierig zu erkennen. Da innen drin. Das ist nämlich der Austrittsschlitz. Hier kommen die Abgase rein. Dann kommen sie durch diesen umlaufenden Schlitz wieder raus und bewegen das Rad, was eben da noch drin steckt, das Turbinenrad. Und je nachdem, wie der Winkel der Anströmung ist auf das Turbinenrad, ändert sich auch eben die Anströmungsrichtung, der Winkel, der Aufprallwinkel auf die Turbinenräder und damit auch die Kraft, die da übertragen wird und wie schnell und wie wenig man Drehzahl in dem Turbinenrad aufbauen kann und Kraft übertragen kann und damit dann eben auch Ladedruck erzeugt. Also eigentlich ganz anders, als man denkt. Es ist nicht in der Turbine, sondern im Turbinengehäuse. Funktioniert super. Die Idee kommt aus dem Bereich Diesel, wo die Abgase nicht so heiß werden. Porsche hat es dann für den normalen Pkw mit Benzinmotor übernommen. Ja, und inzwischen findet man es, glaube ich, in dem einen oder anderen Auto, hauptsächlich aber bei Porsche. So, dann haben wir jetzt die ganze Zeit schon über 1200 PS geredet oder 1000 PS. Natürlich reicht es nicht aus, wenn man jetzt einfach nur einen Turbolader hierher nimmt, den toll umbauen lässt und dann ans Auto schraubt. Da wird sich jeden Motor zerbröseln, wenn man da nicht noch was weiteres dran tut. Und ich wollte eigentlich nur mal zeigen, wie die Innereien, die ganz besonders wichtig aussehen, nämlich zum Beispiel ein Pleuel. Hier sieht man schon ganz schön, das macht auch einen schönen Flitzebogen. Das hat nämlich schon mal viel zu viel Ladedruck gesehen als Serienpleuel aus dem 992. Das hat es direkt verbogen. Und wenn das dann eben immer mehr biegt und womöglich auch noch in der anderen Richtung, auch da sieht man es auch, hat auch in der Richtung einen Flitzebogen. So ganz schönes S. Wenn das eben zu doll wird, dann bricht es irgendwann. Und wenn das Ding bricht, dann gibt es Salat im Motor. Und um sowas zu vermeiden, bauen wir unsere eigenen Pleuel. Und man sieht, glaube ich, man würde sagen, Oma würde sagen, Blinder mit Krückstock, dass das ein Riesenunterschied ist. Das Pleuel, dem würde ich schätzen, na, 2.500 bis 3.000 PS und das wird immer noch halten. Dieses Pleuel ist mit den 1.000 PS und den 1.000 Newtonmetern speziell überfordert, ganz klarer Fall. Ja. Also wichtiger Bestandteil soll eigentlich nur heißen, es reicht nicht nur einen dicken Lader dran zu schrauben, man muss auch viele andere Sachen noch verändern. Und je besser man sie macht, desto mehr Leistung kann man hinterher dauerhaft und sicher fahren, ohne dass irgendwas kaputt geht. So, ich denke mal, das war es im Großen und Ganzen zum Thema unser neuer VTG-Turbolader. Ich möchte nochmal sagen, vielen Dank an TTH, mit denen haben wir das zusammen gemacht. Die hatten die tolle Idee, hier vorne ins Gehäuse ein separates Teil einzuschrumpfen und dadurch einen deutlich größeren Durchmesser hinzubekommen. Ja, und jetzt werden wir sehen, Janis baut gerade an dem Motor, wann er soweit ist, dass sie dran können, ob wir die 1200 oder vielleicht sogar noch mehr erreichen. Aber wenn ich mir das angucke, bin ich da guter Dinge. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.